Sie haben es vorhin schon so schön gesagt, jetzt nochmal für uns. Was fehlt denn den Bayern noch, was Turbine schon hat? Ich habe gemeint, dass es eben so ist, dass wir Jahr für Jahr hier ein bisschen in die Leere gehen. Und ja, mit jedem Jahr, wo wir es hier eigentlich aufkreuzen, kommen wir immer ein Stückchen näher. Aktuell ist es so, dass Potsdam immer noch von der Körperlichkeit uns noch deutlich überlegen ist, also was Zweikampfverhalten angeht, was die Physis an sich angeht. Und ja, sie verfügen auch über ein tolles Spielermaterial, auch wenn jetzt momentan einige verletzt sind. Aber es ist immer noch eine unglaublich starke Mannschaft hier. Und diese Art Fußball zu spielen ist eben absolut typisch für Potsdam. Und sie wissen genau, wie sie damit umzugehen haben, was zu tun ist, was nicht zu tun ist. Und wir haben eine andere Auffassung vom Fußball, kommen aber trotzdem erfreulicherweise immer ein Stück näher, denke ich. Was haben Sie denn für eine andere Art von Fußball? Was möchten Sie nicht so machen wie Potsdam? Ja gut, jetzt erstmal so, dass Potsdam natürlich ganz klein im 3-4-3-System spielt, wo es darum geht, einen Ausputzer hinten drin zu haben, dann fast über das ganze komplette Spielfeld Mann gegen Mann spielt. Das ist kein moderner Fußball, aber es gibt ja nicht gut oder schlecht, sondern es gibt nicht modern oder alt, sondern es gibt nur, ist es erfolgreich oder nicht. Und Potsdam ist über Jahre hinweg mit diesem System, das ja kaum mehr praktiziert wird, sehr, sehr erfolgreich. Gibt Ihnen absolut recht, tolle Arbeit, aber wir sind sicherlich auch ballorientiert unterwegs, versuchen im Raum zu verteidigen und ja, haben da eine andere, modernere Auffassung. Aber wie gesagt, gibt mehrere Wege und unser ist scheinbar nicht ganz so erfolgreich wie der von Potsdam. Und was würden Sie denn hier von Turbine übernehmen? Also wo ist Turbine ein Vorbild? Ja, aber was die ganze Körperlichkeit angeht, also Athletik, Zweikampfverhalten ist brutal hier, ist wirklich brutal. Dann aber auch, wie sie fußballisch drauf sind, ist schon auch sehr bemerkenswert. Sie haben eine unglaubliche Ruhe am Ball, aber das Offensichtlichste ist einfach diese unglaublich starke Physis. Okay, danke. Ja, gerne. Tschüss. Ciao.